Hi, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenecke. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Württemberg möchten wir nun in der Geschichte Württembergs einen Schritt weiter vorangehen. In Stuttgart hatte man allmählich genug von den ständigen Reparaturen an der Karlsruher Durchlochungsmaschine, die etwa 3 Monate im Jahr auszufallen pflegte. Weiterhin empfand man jetzt die erforderliche Hin- und Rücksendung der Markenbögen in Mengen von jeweils nur 16.000 Stück nach und von Karlsruhe als unbequem. Deswegen entschloss man sich in Stuttgart, die Lochungsmaschine im Einvernehmen mit der Direktion der badischen Verkehrsanstalten dieser zum alleinigen Gebrauch zu überlassen. Dafür griffen die Württemberger jetzt zur Markentrennung auf das Dorfritzverfahren zurück, das sich in Preußen gut bewährt hatte. Das Markenbild und auch das Druckverfahren blieben das gleiche wie zuvor. Jedoch wurde der Abstand der Markenbilder zueinander im Bogen von 1,5 auf 1,75 mm erhöht. Damit sollte jetzt die Berührung des Markenbildes durch die Perforiermaschine verhindert werden. Als Vergleich haben wir hier jetzt die Michelnummer 26 der 6. Dauerserie. Und wie ihr sehen könnt, bei der Durchlochung wurde das Markenbild immer wieder getroffen. Darunter haben wir die Michelnummer 31 aus der 7. Dauerserie. Durch die Erhöhung des Abstandes der Marken zueinander werden die Marken jetzt auch nicht mehr beim Durchtrennen beschädigt. Und genau so entstand die 7. Dauerserie. Und genau diese schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Vor euch seht ihr nun die 7. Dauerserie. Michelnummer 30 bis Michelnummer 34. Wie ihr jetzt auch sehr schön erkennen könnt, durch den weiteren Markenabstand aber von 1,5 auf 1,75 mm ist das Markenbild durch den Durchstich nun nicht mehr verletzt worden. Die Marken sind nun schön vollrandig dargestellt. Die Marken waren gültig bis zum 30. Juni 1875. Aus dem Lieferdatum der neuen Maschine zur Markentrennung kann jetzt geschlossen werden, dass mit der Auslieferung durchstochener Markenbögen nicht vor September 1865 begonnen worden sein kann. Jedoch kennt man bisher keine Stempeldaten vor dem Oktober 1865. Und das ist jetzt auch so zu verstehen. Die Poststellen haben, wenn ihnen die Marken ausgegangen sind, neue Markenbögen angefordert. Und erst dann wurden sie mit diesen neuen durchstochenen Markenbögen beliefert. Und aus diesem Grund gibt es natürlich jetzt auch keinen Ersttag bei diesen Briefmarken. Aber die bisher frühesten bekannten Stempeldaten der 7. Dauerserie, die schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Das früheste bekannte Stempeldatum für den Einkreuzerwert ist der 20. Oktober 1865. Für den Dreikreuzerwert ist der 6. November 1865 bekannt. Beim Sechskreuzerwert ist das früheste bisher bekannte Stempeldatum der 30. Dezember 1865. Der Neunkreuzerwert kann für den 9. Februar 1866 belegt werden. Und abschließend der 18-Kreuzerwert für den 6. Mai 1867. Die zum 1. Januar 1868 in Kraft getretenen neuen Portostufen machten die Einführung einer 7-Kreuzer-Marke erforderlich. Deren Ausgabe für den 1. Juli 1868 vorgesehen war. Dieser Termin wurde wohl auch eingehalten, denn wir wissen, dass mit dem Druck der 7-Kreuzer-Marke bereits am 31. März 1868 begonnen wurde. Die offizielle Ankündigung der neuen Wertstufe erfolgte am 2. April 1868, zugleich mit der Anweisung an die Poststellen, dass die nunmehr überflüssig werdenden 6- und 9-Kreuzer-Marken vorher vollständig an das Publikum abzugeben sind. Und genau diesen neu entstandenen 7-Kreuzer-Wert, den schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Vor euch seht ihr nun den 7-Kreuzer-Wert Michelnummer 35. Das früheste bekannte Verwendungsdatum der 7-Kreuzer-Marke ist der 11. Juni 1868. Dieser Brief hier wurde am 4. Februar 1867 in Stuttgart aufgegeben und lief nach Brackenheim. Freigemacht wurde dieser Brief mit einem Dreierblock 30a. Dreierblocks sind jetzt bedeutend seltener als Dreierstreifen. Und wenn wir uns die Michelnummer 30 jetzt etwas genauer anschauen, dann erkennen wir hierbei Plattenfehler römisch 10,
Denn natürlich sind auch wieder bei der Herstellung der siebten Dauerserie neue Plattenfehler entstanden. Und von diesen schauen wir uns jetzt noch einige etwas genauer an. Vor euch seht ihr den Einkreuzerwert Michel Nummer 30. Bei der linken Marke dieses Dreierstreifens erkennt ihr Plattenfehler Römisch 4. Weißer Strich vor Wertziffer 1 im rechten Schriftkasten und diagonaler Strich rechts oben im rechten Sternviereck. Weiter geht es mit Plattenfehler Römisch 10, den wir zuvor schon auf dem Brief gesehen haben. Hierbei haben wir einen weißen Strich auf Höhe des K von Kreuzer in der rechten Markenumfassungslinie. Dieser Plattenfehler tritt auch auf wie bei Michel Nummer 25, dort Plattenfehler Römisch 11. Als nächstes haben wir hier Plattenfehler Römisch 11. Die linke Markenumfassungslinie ist auf Höhe UZ in Kreuzer im linken Schriftkasten schräg durchtrennt. Abschließend zum 30 Kreuzerwert hier noch der Plattenfehler Römisch 19. Die linke Markenumfassungslinie ist oberhalb EU in Kreuzer fast ganz ausgebrochen. Weiter geht es nun mit Michel Nummer 31 und dem hier abgebildeten Plattenfehler Römisch 1. Die linke Markenumfassungslinie wird durch einen Keil unterbrochen, der sich bis zum ersten E in Kreuzer fortsetzt. Die obere Markenumfassungslinie ist über A in Freimarke dreieckartig unterbrochen. Als nächstes haben wir hier noch Plattenfehler Römisch 4. Bei diesem Plattenfehler ist im linken Schriftkasten ein weißer Punkt unter dem Fuß des ersten E in Kreuzer. Im oberen Schriftkasten ist ein senkrechter weißer Strich durch den Abstrich des F in Freimarke. Daneben befindet sich eine etwa 5 mm lange weiße Linie in das Wappenviereck. Im unteren Schriftkasten ist unter dem ersten Abstrich des U in Kreuzer eine kleine Kerbe. Weiter geht es nun mit der hier abgebildeten Michel Nummer 32 und dem Plattenfehler Römisch 2. Die obere Markenumfassungslinie ist zweimal unterbrochen. Im großen Fehlstück ist ein blauer Strich. Hier zu sehen Plattenfehler Römisch 4. Ein langer weißer Strich vom rechten unteren Sternviereck bis hinein ins Wappenband. Weiter geht es nun mit der hier abgebildeten Michel Nummer 33. Zu sehen Plattenfehler Römisch 2. Unter dem linken Wappenband sind zwei weiße Punkte im lineierten Hintergrund ersichtlich. Beim hier abgebildeten Plattenfehler Römisch 7 ist im unteren Schriftkasten die Wertziffer 9 unten geschlossen. Als nächstes die hier abgebildete Michel Nummer 34 mit dem Plattenfehler Römisch 1. Im rechten Schriftkasten ist rechts am U in Kreuzer ein Strich. Dieser Plattenfehler tritt auch auf bei Michel Nummer 10, auch dort Plattenfehler Römisch 1. Auch bei Michel Nummer 15, auch dort Plattenfehler Römisch 1. Bei Michel Nummer 20Y auch hier Plattenfehler Römisch 1 sowie Michel Nummer 29. Auch hier wiederum Plattenfehler Römisch 1. Bei der hier abgebildeten Michel Nummer 35 ist bei der rechten Marke der Plattenfehler Römisch 1 ersichtlich. Die linke Markenumfassungslinie ist oben zweimal kurz hintereinander ausgebrochen. Und abschließend Plattenfehler Römisch 2. In allen vier Ecken der Markenumfassungslinie Ausbrüche innen. Weißer Strich im unteren rechten Sternviereck. Abschließend habe ich noch dieses sehr, sehr schöne Einschreiben der zweiten Gewichtsstufe für euch. Aufgegeben wurde der Brief in Stuttgart am 26. Oktober 1868 und er lief nach Nürnberg. Freigemacht wurde der Brief jetzt mit einer Mehrfachbrankatur der Michel Nummer 35, gesamt also 14 Kreuzer. Hierbei waren jetzt zum einen 7 Kreuzer als Porto zu entrichten und die anderen 7 Kreuzer waren für die Zusatzleistung Einschreiben. Einschreiben könnt ihr jetzt an diesem Kamin-Chargé-Stempel erkennen, der sich auf sehr vielen Einschreiben von Stuttgart wiederfindet. Und damit werden wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch und ihr konntet den ein oder anderen Eindruck zur Württemberg-Philatelie für euch mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, sackige Grüße und bis zum nächsten Mal.